dröhnende Motoren, berühmte Fahrer und eine erfolgreiche Technik sind im Motorradrennsport untrennbar miteinander verbunden. Einen harten Konkurrenzkampf liefern sich seit Jahren die japanischen Motorradfirmen. Dabei werden Millionenbeträge für den Rennsport ausgegeben. So auch bei Honda. Der Japaner Takatsumi Katayama, seit Jahren Werksfahrer bei dieser erfolgreichsten Firma. Geld spielt keine Rolle. Das beweisen die scheinbar achtlos abgestellten 5 Räder. Sie haben immerhin den Wert eines Wagens der Mittelklasse. 7-stellige Summen bieten die Firmen dem dreifachen Weltmeister der 500 Kubikzentimeter-Klasse, Kenny Roberts. Alle wollen ihn haben, den sympathischen Amerikaner, den man auch King Kenny nennt. Nicht ganz so gefragt, aber dennoch hoch im Kurs, steht der Spaßvogel Marco Lucchinelli aus Italien. Er fährt bei WM-Läufen nur mit Krawatte. Ein neuer Stern am Rennfahrerhimmel ging 1983 auf. Der erst 21-jährige Amerikaner Freddie Spencer wurde vor seinem Landsmann King Kenny mit nur 2 Punkten Vorsprung Weltmeister auf der neuen 500er Honda. Das waren nur 4 von vielen, die es geschafft hatten. Aber kaum jemand kann sich vorstellen, wie beschwerlich und mühevoll der Weg nach oben war und ist. Eine gute Sache für die Nachwuchsförderung war 1982 und 83 der Hercules Sachs Cup. Für rund 4.000 Mark konnte sich ein Jugendlicher zwischen 16 und 18 Jahren, der im Besitz einer C-Lizenz war, mit Einverständnis seiner Eltern als Rennfahrer versuchen. Am 9. April 1983 wurden im Kondidrom bei Hannover die 50 Kubikzentimeter Maschinen den Fahrern übergeben. Nach einer eingehenden Belehrung durch Herrn Brehm und dem zweifachen deutschen Zuverlässigkeitsmeister Herrn Meyer wurden die ersten Runden auf dem 2200 Meter langen Kurvenkurs der Continental Gummiwerke AG gefahren. Am 24. April wurde schon das erste Rennen auf dem kleinen Flughafen von Mosbach-Lorbach gestartet. Am 29. Mai ging es dann weiter auf dem Flugplatz der amerikanischen Luftwaffe in Giebelstadt. Hier der Start. Unglaublich, wie schnell sich die jungen Fahrer mit den 50 Kubikzentimetern 12 PS-Maschinen zurechtfanden. So mancher wagte natürlich zu viel und landete unsanft im Gras. Aber zur Beruhigung sei gesagt, dass in dieser ganzen Saison 1983 keiner der Jungs ernstlich verletzt wurde. Das Publikum war auf jeden Fall begeistert von den packenden Kämpfen dieser Nachwuchsfahrer. Sieger in Giebelstadt wurde Stefan Prein vor Jürgen Brecht und Uwe Heider. Die Firma ES Motorradzubehör in Neuötting unterstützt bekanntlich schon seit Jahren den Nachwuchs im Rennsport. So auch die allerjüngsten. Die Stiefel von ES sind leicht und geschmeidig und dennoch stabil. Die formschöne und windschnittige Rennverkleidung ist ebenfalls ein Produkt von ES. Auch die schöne Lederkombi mit Knie-, Arm- und Schulterschutz wurde von ES Motorradzubehör gestiftet. Das ES Racing Team ist in den Fahrerlagern längst kein Unbekannter mehr. Die leuchtenden Lederkombis sind kaum mehr zu übersehen.
Am 19. Juni fand im belgischen Zolder der dritte Lauf zur deutschen Straßenmeisterschaft statt. Auch die Herkules-Sachs-Cup-Fahrer waren wieder dabei. Schon gleich nach dem Start entbrannten wie immer harte, sich ständig wechselnde Positionskämpfe. Mit den windschnittigen ES-Verkleidungen wurden Geschwindigkeiten bis 140 km/h erreicht.